Moin Moin und hallo zusammen. Ja, wo ich hier so durch Stuttgart fahre, fällt mir gerade ein Thema ein. Und das ist Fahren in der Großstadt. Das betrifft jetzt nicht nur das Motorrad, sondern auch Autofahren. Und ich kenne halt Leute, die sind groß geworden auf dem platten Land. Also jetzt nicht so wie hier in der Region Stuttgart plattes Land, sondern mehr so im Norddeutschland plattes Land, also wo halt dann wirklich ja, tote Hose ist und keine größere Stadt in der Nähe. Und ja, da sind die aufgewachsen und die sind jetzt halten sich typischerweise dann halt in dieser ländlichen Region auf, und in die Großstadt geht es vielleicht zweimal im Jahr. Das heißt, die fahren dann auch alle nur in diesem, ja, in diesem ländlichen Bereich, und in der größeren Stadt sind die dann noch nie Auto oder Motorrad gefahren. Und da kenne ich etliche von denen. Ich meine, wenn die das mal 20 Jahre gemacht haben, dann sagen sie, ja, nee, um Gottes Willen, in die Stadt mit dem Auto, das traue ich mich nicht. Da fahre ich nicht. Und das machen die dann auch nicht, ja. Die suchen sich halt irgendeinen anderen Fahrer, mit dem die dann mitfahren. Ja, weiß ich nicht. Also, das finde ich natürlich in gewisser Weise ein bisschen bedenklich, weil, naja, wer einen Führerschein hat, sollte natürlich eigentlich in der Lage sein, auch im städtischen Verkehr zurechtzukommen. Und gut, jetzt, also heute ist Sonntag, heute ist jetzt hier nicht viel los, ja, aber klar, wochentags, Berufsverkehr. Ich meine, so ein städtischer Verkehr, das ist schon eine andere Nummer, als jetzt auf dem Dorf rumzufahren, ja, durchaus. Und bei mir war es so, ich komme jetzt auch aus einem eher ländlichen Raum. Und also Großstadt ist dann sowas wie ja, Kassel, sag ich mal. Also bei mir war das vielleicht auch so ein bisschen so. Also nicht, dass ich jetzt so rigoros gesagt hätte, ja, in der größeren Stadt fahre ich nicht, sondern das hat sich in den ersten Jahren einfach nicht so ergeben. Ja. Und das ist ja auch nicht nur Stadt, also man kann es genauso übertragen auf Autobahn fahren. Da habe ich auch Leute im bekannten Verwandtenkreis, die sagen, oh nee, Autobahn traue ich mich nicht, ich fahre keine Autobahn. Naja, bei mir hat sich das dann so geklärt, dass ich, also ich habe in Göttingen studiert. Das ist so, keine Ahnung, 40 Kilometer nördlich von Kassel liegt das, an der A7. Und ich musste mal dann während meines Studiums jeden zweiten Tag mit dem Auto nach Hannover. Ja, und sag ich mal, zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich so, naja, 4 Jahre, 3, 4 Jahre, nachdem ich den Führerschein hatte, da habe ich eigentlich erst richtig Autofahren gelernt. Gerade das Autobahnfahren, ja, also wenn man da halt jeden zweiten Tag irgendwie Göttingen-Kassel fahren muss und wieder zurück. Und das auch mit Berufsverkehr und ja, damals hatte ich da so ein 70 PS 1,2 Liter Hubraumteil, ja. Also natürlich ohne Turbo, nicht wie heute, ja. Das heißt Drehmoment oder so, Durchzug, das könnt ihr halt vergessen. Ja, und da lernt man das Autobahnfahren nochmal anders, ja, weil irgendwann wird man ja doch mal überholen. Und ja, wenn halt sehr dichter Verkehr ist auf der linken Spur, dann und das sind halt nur so kleine Lücken, ja, und du ziehst dann raus in die Lücke und fängst erst dann an zu beschleunigen. Das geht halt nicht, ja, weil halt da
da mein hubraumschwaches Auto da natürlich einfach nicht schnell genug auf Tempo kommt, ja. Also da, das ist schon interessant, dann, ja, wie man dann auch in solchen Situationen fahren kann. Und da muss ich nicht nur nach Hannover hin, sondern eben dann auch in Hannover fahren. Wochentags, Berufsverkehr, was auch immer, ja. Und ja, da habe ich halt so dieses Fahren im dichten, hektischen Stadtverkehr richtig gelernt. Und das hat mir ja eigentlich ganz gut getan. Und seitdem muss ich sagen, also so Autobahn oder hier, das heißt in Stuttgart oder Frankfurt oder München im Stadtverkehr rumzufahren, ja, empfinde ich jetzt nicht als Problem, ja. Also das geht ganz gut. Hatte da vor ein paar Jahren hatte ich dann noch mal so ein Aha-Erlebnis. Da war ich eben in Brüssel, genau. Und in Brüssel, ich sag mal, ja, da sind zum einen dann in der Stadt sind die Straßen nicht so schön markiert wie in Deutschland, also mit, dass die Spuren alle markiert sind, mit Abbiegepfeilen und vorher ausgeschildert und so, sondern da ist auch mal so ein bisschen kreuz und quer und da weiß man nicht so richtig, okay, hat die Straße hier jetzt eigentlich drei Spuren oder vier und wo darf ich jetzt fahren? Und ja, führt dazu, dass die anderen Verkehrsteilnehmer da gerne fahren wie Kraut und Rüben. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, Brüssel, ja. Und da, das war am Anfang quasi auch ein bisschen schwierig, ja, da im Verkehr. Man hat dann so dieses Reizüberflutungsmoment, ja, ist einfach, es passt dann zu viele Informationen in zu kurzer Zeit auf einen ein. Und man kriegt diese Informationen dann gedanklich nicht mehr richtig sortiert. Und irgendwann hat es halt so Klick gemacht. Da habe ich gedacht, okay, Leute, scheiß das drauf. Ist mir jetzt völlig egal, wo hier Fahrspuren markiert sind und wo nicht und wie man jetzt fahren kann. Ich fahre jetzt einfach kreuz und quer, fahre dahin, wo eine Lücke ist und der Rest ist mir egal. Ja, sowas Ähnliches hatte ich dann auch noch mal in der Region um Mailand in Italien. Ja, ja, italienische Autofahrer, ja, italienische Verkehrsregel, da muss ich ja wohl nichts sagen, ja. Also so eine rote Ampel, das ist ja ein dekoratives Element, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass man da halten muss. Ja, aber wenn man sich da einfach entspannt der lokalen Fahrweise anpasst, dann klappt das schon ganz gut. Ich weiß noch von der Schule aus, da waren wir mal in Rom zu einer Klassenfahrt mit dem Bus. Und der Busfahrer, der war vorher noch nie in Rom, ja, oder in einer anderen italienischen größeren Stadt. Also der hat vielleicht geschwitzt da mit seinem Bus in dem italienischen Verkehr in Rom, ja, mein lieber Mann. Zumal er natürlich als Busfahrer, ja, wenn was passiert, er trägt ja auch Verantwortung für die ganzen Leute, die hinten im Bus sind, ne. Also der war auf jeden Fall fix und alle, als wir dann endlich an unserer Unterkunft waren. Ich finde ja generell, das Fahren im Verkehr macht mir Spaß. Ja. Ich denke, es gibt auch genug Leute, die sagen, oh ja, Gott, dieser ganze Verkehr, die anderen Verkehrsteilnehmer, das ist ja nur nervig. Am liebsten wäre es mir, wenn alle anderen nicht da wären und keine Ampeln und nichts. Aber ich finde das total faszinierend. Ja, also mir macht das echt Spaß so. Ja, ich meine, mich interessiert das jetzt auch außerhalb vom Fahren. Dieses ganze ja, Verkehrssystem, der Verkehr so als Mikroorganismen mit ja, Verkehrsleitsystem und wie man jetzt Ampelschaltungen macht und wie man Verkehrsflüsse in einer Stadt oder auf der Autobahn regelt.
Ja, das finde ich alles total spannend. Ja, guck mir auch jede Baustelle an, die es irgendwie gibt. Ja. Auch wenn mal Stau ist oder so. Ja, also das. Ich bin jetzt keiner, der sich da in seiner persönlichen Freiheit über die Maße eingeschränkt sieht und. Ja, da irgendwie sofort sich aufregt. Ja, ich denke mir halt Stau, ja, ist halt Stau, ne? Also, das ist nichts, was mich da groß aus der Ruhe bringt. Ich würde ja gerne mal in Tokio fahren, wo sie diese ganzen Autobahnen, Hochstraßen mitten in der Stadt haben. Oder in den USA, da gibt es ja auch auf einigen Interstates so wahnsinnig aufwendige Autobahnen, Kreuze, wo dann irgendwie die Auf- und Abfedelspuren und Abbiegespuren auf x Ebenen übereinander sind. Ja, das finde ich total super, ja. Zurzeit spiele ich auch relativ häufig City Skylines. Das ist sowas wie SimCity oder Anno, also so eine Stadtbausimulation. Und das Geilste an dem Spiel ist das Straßenverkehrssystem. Ja. Da kann man nämlich die selbst so Autobahnkreuze mal mit Auffahrten, Abfahrten, Unterführungen, Brücken. Und ja, das ist halt super, wenn man dann so anfängt, die Stadt aufzubauen. Und dann gibt es ja immer so Bereiche, wo sich dann halt der Verkehr staut und dann muss man halt überlegen, okay, wie mache ich dann eine Straße breiter oder mache ich dann eine zusätzliche Abfahrt oder mache ich eine Unterführung mit so einer Stichstraße, damit der Verkehr da besser abfließen kann. Da gibt es noch so ein paar Mods, da kann man im Detail regeln. Kann man quasi wirklich einzelne Abbiegespuren setzen auf mehrspurigen Straßen und kann man so Spuren exklusiv reservieren oder verbieten für meinetwegen LKW oder Müllfahrzeuge oder Rettungsdienste und sowas. Genau, da gibt es auch noch Eisenbahnen, die man bauen kann und Buslinien, also man kann wirklich jede einzelne Buslinie und jede einzelne Haltestelle platzieren. Ein U-Bahn-System ist drin. Da gibt es auch noch Fußgängerwege und Fußgängerbrücken, das kann man quasi so kürzere Entfernungen, dann laufen die Leute quasi zu Fuß und dann über eine Autobahn kommt sie halt nicht rüber, deswegen muss man halt dann so eine Fußgängerbrücke darüber bauen. Ja, ah, ich komme schon wieder richtig an zu zählen, ja. Also das ist, das interessiert mich. Also das, ja, und um auf den Anfang zurückzukommen, das Fahren im Verkehr oder auch im dichten Verkehr oder in einer lebhaften Stadt, finde ich also sehr interessant, ja. Also ich mache das echt. Ja, ich muss wirklich sagen, ich mache das gerne. Ja? Also ich fahre nicht nur gerne Motorrad oder gerne Auto, sondern ich halte mich auch gerne im Straßenverkehr auf. Ja? Ich nehme an diesem Verkehrssystem gerne teil. Und in so einer Stadt ist so ein Verkehrssystem natürlich viel interessanter als in irgendwo auf dem platten Land. Naja, also so unterschiedlich sind halt die Interessen. Bei mir ist so und bei anderen Leuten, die trauen sich halt mit dem Auto nicht auf die Autobahn. Ne? Naja, jeder Jeck ist anders, zeigt sich halt immer wieder. Wir sind auf jeden Fall gleich aus Stuttgart raus. Da wird der Verkehr wieder etwas uninteressanter. Ja. Bis dann. Tschüss.